Du machst Herd und du machst Schokokroissants. Ja, die ganze Nacht durchmachen. Davon träumt so manch junger Mensch. Doch meistens scheitert es an den Eltern, die so ein Vorhaben ungern erlauben. Am 23. Februar war es nicht nur erlaubt, es war sogar erwünscht. 50 junge Damen und Herren aus dem gesamten Vogtlandkreis machten im Plauener Kinder- und Jugendhaus Essef eine ganze Nacht lang durch und lernten dabei noch Nützliches. Organisiert wurde die lange Nacht der Projekte von den Mitgliedern des Sächsischen Verbandes für Jugendarbeit und Jugendweihe. Sie wollten damit eine Grenzwerterfahrung bei den Heranwachsenden erzeugen. Zum einen sollen die Jugendlichen Erfahrungen sammeln, praktische Erfahrungen in lebensnahen Dingen, wie zum Beispiel der Knickekurs, wie man sich verhält, wie man am besten in der Gaststätte sich benimmt. Oder auch Cocktails sollen sie selber mixen, alkoholfreie Cocktails, dass auch die gut schmecken können, ohne Alkohol. Und zum anderen sollen die Jugendlichen aber auch Spaß haben, einfach mal Sachen auszuprobieren, einfach mal jugendspezifische Themen probieren. Und was auch ganz wichtig ist, Leute, ich will an jedem Arbeitsplatz mindestens einen Mülleimer haben. Wichtige Themen also, die den Mädchen und Jungen praxisnah näher gebracht und mit jeder Menge Spaß vermittelt wurden. Albina Hieronymus aus Oelsnitz zum Beispiel hatte sich für den Kochkurs entschieden. Ehrlich gesagt, weil meine Mama meint, ich kann gar nicht kochen, dass ich das lernen muss. Aber ich koche auch gerne so freizeitmäßig, auch wenn es hin und wieder daneben geht. Albina und ihre Küchenmitstreiter waren in dieser Nacht für die kulinarischen Genüsse verantwortlich. Andere versuchten sich beim Krawattebinden oder beim Töpfern. Alles Dinge, die später weiterhelfen sollen im Erwachsenenleben. Für Kevin Helfritsch und seine Kollegen gab es dagegen viel Kaffee. 3-4 Bäckel bestimmt, dass man es durchhält. Kevin Helfritsch, der zurzeit eine Lehre zum Erzieher macht, ist schon ein paar Jährchen Mitarbeiter beim Verband für Jugendarbeit und Jugendweihe. Der Verein organisiert nicht nur die Jugendweihen, sondern engagiert sich auch darüber hinaus. Es gibt im Vorfeld der Jugendweihe im gesamten Jahr verschiedene Aktivitäten, zum Beispiel wir besuchen eine Gerichtsverhandlung, gehen zur Polizei, eine Vorführung, was immer alles bei der Polizei, was da zu beachten gibt, was man einhalten sollte. Und das sind die Gebiete, die wir anbieten, beziehungsweise die Aktivitäten, wo wir mit den Jugendlichen auch ins Gespräch kommen wollen, weil wir mit ihnen mal über Findlichkeiten, über Probleme quatschen und natürlich auch immer näher bringen, was wir eigentlich noch sind, außer Jugendweihe. Das heißt, eben unsere Jugendarbeit steht im Vordergrund, wo wir sie auch für unsere Arbeit gewinnen wollen, beziehungsweise ihnen einfach mal das näher bringen wollen. Quasi Jugendliche für Jugendliche heißt unser Motto. Ob die Erwachsenen von morgen etwas für ihr späteres Leben mitbekommen haben, lag bei jedem selber. Spaß hat die lange Nacht der Projekte auf jeden Fall gemacht. Ernst wird es dann Anfang April. Dann nämlich gehen die ersten Jugendweihe-Feiern über die Bühne. Informationen zu Jugendweihen und der Jugendarbeit des Vereins gibt's unter www.jugendweihe-sachsen.de.